Ihr könnt Irgendwas. sehen, wie ein großes Bierfass wohl von jemandem reingestellt worden ist. Oben auf dem Bierfass ist eine Planke angenagelt und auf der Planke steht Lido Kork, der wohl auch gerade so kleine Röhrchen in der Hand hat. Er zündet die sie wohl an mit einer großen Zigarre und plötzlich pufft es und pengt es und einige Feuerwerke, die dann daraus schieben. Ja, sehr zur Verwunderung von allen, warum ein Krokodil dort, naja, es ist kein Krokodil, es ist ein Klabautermann, der dort ja auf diesem Fass bzw. der Planke steht und jetzt auch für Stimmung sorgt. Oh, das gefällt mir. So ein großes Fass. Wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Willst du mit reinkommen? Komm mit Eigentlich rein muss ins Bierfass. ich muss bei meiner Braut bleiben, aber vielleicht lade ich sie ja ein ins Bierfass. Angoschmia, würdest du mir die Ehre erweisen? Ja, selbstverständlich. Ich habe schon viel von dem Klabauter gehört. Warum ist er überhaupt hier? Naja, weil es eine Planke hier gibt, Mann. Das verstehe ich nicht. Naja, ich muss das Holz von der Seeadler hier haben. Dann kann ich ja auch rumlaufen, Mann. Komm rein. Ja, ich würde sie über die Schwelle des Bierfasses tragen, natürlich. Ja, wenn du in das Bierfass reinsteigst, kannst du sehen, wie du in einer gewaltigen, großen, noch größeren Höhle stehst. Da siehst du dann wohl auch irgendwelche trollischen Schriftzeichen. Du siehst, merkwürdigerweise sieht es alles aus wie so Krokodilsfiguren und es ist alles noch größer, noch pompöser. Es sieht fast aus wie so eine Kirche oder Kathedrale. Also es ist eine noch größere und noch schönere Höhle, nur dass sie eben leer ist und nur mit euch gefüllt ist. Oh, schön hast du es hier. Das habe ich extra für euch gebaut. Oh, danke dir. Die Zeit vergeht hier übrigens nicht. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Viel Spaß. Aber mir bringe ich irgendwo anders hin, falls er nervt. Das ist gut. Ja, dann würde ich mich ein bisschen mit der Angoschmine in dem Fass zurückziehen. Ja. Wenn du dich in der Höhle umblickst, du wirst auch im Prinzip alles andere finden. Also auch hier sind Getränke aufgebaut, große Bücherregale, Ohrensessel, ein großes Himmelbett mit einer Steinplatte. Ja, also Zeit vergeht, wie gesagt, nicht und ihr seid hier vollkommen alleine. Ja, wunderbar. Dann würde ich die Zeit ausführlich nutzen. Also Rafim schafft es auf jeden Fall mindestens Sulamin zum Lachen zu bringen mit seinem Stampfetanz. Naja, ihr müsst jetzt ja nicht so um mich herumtanzen. Ja, ich hab verstanden. Ihr könnt euch bewegen. Sie greift nach deiner Taille. Warte, ich führe. Und sie gibt dir ein paar von ihren vielen übrigen Punkten auf Tanzen ab. Naja, ich will ja nicht sagen, ihr könnt das besser als ich. Aber so als König müsste ich doch eigentlich führen, oder nicht? Du führst ja schon deinen Stamm. Was davon übrig ist. Ja, blickst auf die fünf verbliebenen Trollzacker von die 50. Vermutlich in der Ecke stehen und sich gerade in die Hand schneiden. Der Stierkopf-Schamane erzählt gerade von dem Drachenkampf. Ja, nach ungefähr 2 Stunden, die ihr dann gefeiert habt, Boltax wird dann auch irgendwann wieder auftauchen, könnt ihr sehen, wie Sanin an einem einzelnen Tisch sitzt, gar nicht so sehr in der Ecke oder sowas, aber er sitzt einfach alleine, während alle anderen sich amüsieren und blickt so ein bisschen trübsinnig in die Höhle und zu seinen eigenen Leuten, beziehungsweise all den anderen Seemännern, die dann um ihn herum vor allem saufen. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der tanzt, aber die Seeleute, die dann aus der nahen Stadt gekommen sind, die werden viel trinken und natürlich auch viel essen und ja, schmatzen, rülpsen. Er sitzt einfach dort alleine, hat einen kleinen Teller vor sich stehen, aber auch die Sachen sind nicht angerührt und blickt dann trübsinnig in die Höhle. Wenn Abelmirs Blick bzw. der Blick von den anderen dann auf ihn fällt, wird so vielleicht 30 Sekunden vergehen, bis er euch dann zunickt und euch dann auch tatsächlich heranwinkt. Ja, ich würde mal mit Trismegistus streiten wahrscheinlich über theoretische Modelle der Magietheorie zu Sani gehen halt an seinen Tisch. Ich raune Rafim zu. Es muss wahre Liebe sein.
Seine Frau wird das gar nicht gerne hören. Ja, aber sie wird es hören. Und übrigens am Ende werden wir sehen, wer überlebt und wer nicht überlebt. Das entscheidet. Schöne Zeremonie. Ja, ach ja, ja. Etwas lang für meinen Geschmack, aber sehr zwergisch, sehr interkulturell, könnte man sagen. Ja, stimmt schon. Nun, ihr scheint ein wenig kummervoll zu sein. Tja. Was betrübt euch, eure Seele? Boltax, beziehungsweise Angroschminia sprach von den nächsten 500 Jahren. So viele Katastrophen, wie wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben, bin ich mir nicht ganz sicher. Und wir haben überlebt, nicht wahr? Tja. Nun, das ist doch mal etwas. Wir haben viele Katastrophen abgewendet unter großen Opfern. Ich glaube, das hier wird eins der größten sein und... Nun, ob es letztendlich reicht, entscheiden die Götter. Nun ja, die Götter und wir, natürlich. Irgendwann wird der letzte Heptarch gefallen sein und es muss doch auch einmal wieder etwas besser werden. Tja, ihr habt tatsächlich schon viele von den Heptarchen besiegt. Ich hoffe, dass ihr es ein weiteres Mal machen könnt. Wir werden euch beistehen, so wir denn können. Ich muss ihn nicht selbst auf meiner Liste haben, aber ich muss verhindern, dass die Welt auf der See untergeht, die ich so lieben gelernt habe. Ich habe dafür alles geopfert. Ihr und seid jetzt noch einer den Rest. Unserer stärksten Verbündeten. Ihr macht das schon so lange. Es ist kein Wunder, dass ihr müde seid. Aber eure Erfahrung ist von unschätzbarem Wert. Tja, ich hoffe, dass ich euch noch in den letzten paar Rats mit in den paar letzten Ratsstunden helfen kann. Wir brauchen Fingerspitzengefühl, vor allem um unsere Bagage zu binden. Seht euch die Novadis an. Sie haben zwar gesagt, dass sie euch folgen, weil ihr den Schädel von El-Haki gefunden habt, aber wir werden mehr brauchen als das. Die Kunchoma mit den Alanfanern. Ich habe sogar gehört, dass andere Schiffe unterwegs sind, die von Diamantis geführt werden. Was? Woher wisst ihr das denn? Es gibt nicht mehr viele Schiffe, die nördlich von Talusa berichten, aber zwei weitere kamen wohl an und sie berichteten von einer weiteren Flotte unter den blutigen Segeln von Hafax. Ja, macht Sinn, dass der Hund ohne Ehre dorthin gerannt ist. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich dann am Ende entscheiden, aber es sind so viele Aufgaben noch und wir sitzen hier und warten. Noch 1,5 bis 2 Monate und dann ist es soweit. Wir haben unser Möglichstes getan, nicht wahr? Ja. Naja, es wird nicht gut enden. Aber ich denke, das wisst ihr. Aber es wird enden, so oder so. Ja. Ich denke doch, dass es gut enden wird. Ja, vielleicht greift. Nicht für uns, aber für Aventurien. Ja. Hoffe ich doch. Er greift an seinen Gürtel und holt daran angebunden sein altes, treues Fernrohr hervor, das er dann auf den Tisch legt und rüber zu euch rollt. Bleibt dann in der Mitte zwischen Abelmir und Zulamin liegen. Für euch. Zulamin greift danach. Das habe ich die letzten 40 Jahre benutzt. Ja, denkt ihr nicht, dass ihr es noch mindestens einmal brauchen werdet? Meine Augen sind nicht mehr so gut wie früher. Ich habe jetzt Leute, die für mich durchspähen. Ihr seid müde, nicht wahr? Ein letztes Mal muss ich noch kämpfen. Eine letzte Schlacht und dann ist Ruhe. Ich hoffe für meine Tochter, dass die Seeadler weiter segeln wird. Oder die Stern von Beilung. Meine Tochter hat noch eine große Zukunft vor sich. Es wird immer Schiffe geben. Sie müssen nicht unbedingt den gleichen Namen tragen, aber
Es gibt andere gute Schiffe. Und es gibt Hoffnung. Ich erinnere mich noch daran, als wäre es gestern gewesen, als ich die Seeadler gestohlen habe. Beim allerersten Stapellauf von Mendena war ich noch dabei. Das müsst ihr euch mal vorstellen, Mendena, das was jetzt Hafax gehört, davor Xeran. Damals, als Filiasson unterwegs war. Ah, es ist lange her. Filiasson ist auch schon lange verschwunden. Es muss ein großer Konflikt für euch gewesen sein, denn so wie ich euch kennengelernt habe, ihr seid kein Feind des Mittelreichs, auch wenn manche dort euch als solchen sehen. Ich habe es gestohlen, weil ich wusste, dass der Admiralität nun Bürokratie. Oh, lassen wir das. Ich habe lange genug unter dem Mittelreich gedient und nur aus den besten Motiven gehandelt. Ich habe mich nie als erklärter Feind des Mittelreiches gesehen, aber ja, ich bin auf ihren Steckbriefen. Ganz oben, gemeinsam mit Kotnas Hahn, dem alten Sack. Ich denke, dass ihr mit diesem Schiff, das ihr gestohlen habt, seitdem viel Gutes bewirkt habt. Das denke ich auch. Sicherlich mehr, als es die Admiralität getan hätte. Ja, wahrscheinlich. Ich bin froh, dass zumindest jetzt die Irdre sich den Stern genommen hat, auch wenn die Admiralität sie in den Süden geschoben hat, aber ich gehe schon davon aus, dass nun, Payadania ist auch hier. Wir werden sehen, wie es weitergeht mit der Admiralität. Und auf der anderen Seite sitzt der ehemalige Admiral, der jetzt nur noch ein Geist ist und kommandiert das, was von den Geisterflotten übrig ist. Ja, es wird sehr spannend werden, falls und wenn hier jemand überlebt, wer es sein wird. Tja, und Yalan haben wir auch schon lange verloren. Beziehungsweise... Naja, nicht verloren. Er hat unser aller Ziel schon erreicht. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass ich ihn an meiner Seite hätte. Ihn habe ich noch vorher kennengelernt. Das war an einem der Stege. Er hat uns Brandmunition geliefert. Einige untote Oker, die damals ihn auf unser Schiff... nun ja, er wollte eigentlich gar nicht an Bord kommen, aber die ganzen Untoten hatten es nicht anders erlaubt, dass er wieder zurück am Festland bleibt. Da haben wir ihn mitgenommen. Da war er noch unter der Führung von einem Rodrigo. Lange, lange her. Und dann hat er sich mit meinem zweiten Offizier angelegt. Und das war dass er ihn beschossen hat? Und dass er beschossen wurde? Ja, er hat sich Befehlen verweigert und mein zweiter Offizier musste klarstellen, dass er zwar ein Ritter ist, aber dass solche adligen Fisimatenten bei uns an Bord nicht zu suchen haben, sondern man spurt. Stimmt schon. Er hat sich mit vielen angelegt im Lauf der Zeit. Er hat sich dann zum Anführer von euch hochgearbeitet. Als erster untergleichen. Nun, er war am Ende auch müde, wisst ihr? Ja, glaube ich. Aber ich kam gerade auf ihn, weil er den Knochenadmiral Rudan von Darbonia kennengelernt hatte. Deswegen kam ich eingangs darauf. Er hat ihn damals auch eingesperrt. Aber ich meine, ihr, Abel, ihr habt ihn da rausgeholt, oder? Ja. Aus den Gefängnissen. Eine wirklich sehr unglückliche Geschichte, aber es musste sein. Habt ihr Rudan von Darbonia kennengelernt, oder? Ich glaube schon, er wollte mich ebenfalls einsperren. Nur der Fürsprache meines Freundes habe ich es verdankt, dass ich dem Gefängnis entkommen konnte. Jemand den Markgrafen? Ja, genau. Was macht er eigentlich? Ich habe schon lange nicht von ihm gehört. Ich glaube, er sitzt in Gareth. Ihn selbst habe ich auch nicht gesprochen, aber... Das, was man so im aventurischen Boden liest, ist, dass er in Gareth sitzt und seine Pflanzen züchtet. Da Wahrung ja nicht mehr dafür in Frage kommt. Ja, stimmt, da war dieser neue Orden, richtig? Der Drei-Schwestern-Orden, den er gegründet hat. Für die Wildermark. Ich habe das Land schon so lange nicht mehr betreten. Immer nur von Hafen zu Hafen.
Den einen oder anderen habe ich nicht mal betreten, sondern bin an Deck geblieben. Wirklich im Inland. Wie lange mag das schon her sein? Vielleicht 20 Jahre. Vor Borborath war das noch. Und die 7 Gezeichneten hatte ich auch bei uns. Wenn ihr möchtet und wenn ihr überlebt, kann euch gerne einen Brief ausstellen, dann seid ihr in Al-Anfa willkommen. Tja, Al-Anfa. Perle des Südens. Ja. Nur haben mich meine Wege noch nicht allzu oft dorthin gezogen. Es ist trotzdem nicht dasselbe wie zu Hause. Nein, es ist nicht. Ich komme eigentlich aus Haben, von der ganz anderen Küstenseite. Wie der Rest der Sarniens auch. Ihr stammt aus einer sehr alten Familie. Ihr gehörte zu denen, die über das Meer kamen. Nun, ich bin zumindest der 12. Rateral, ja. Der erste hat die westliche Küstenseite kartografiert und nun, ich habe mich dann gemeinsam mit meiner Hesindegeweihten an die östliche Seite gemacht. 40 Jahre. Und das ist mein Erbe. Nun, ein stolzes Erbe immerhin. Hoffen wir, dass es nicht vergeht. Am Ende werden die Götter eure Seele wiegen. Tja, ich denke schon, dass Effert glücklich mit dem war, was ich geleistet habe. Fragt sich nur, ob meine Seele dann dort unten ankommt oder ob sie vorher, zerrissen wird. Ich mache mir nur Sorgen um die Edre. Ich denke, sie ist eine fähige Frau. Sie kann sich selber beherrschen, behelfen. Tja, wir kämpfen hier nicht gegen irgendwelche anderen Schiffe in einem fairen Wettkampf. Taluke gegen Taluke oder Zedrake gegen Zedrake, sondern eine Shivonella gegen eine Timonenarche, gegen die Plagenbringerin. Nun, ich würde jetzt sagen, dass ihr mit eurer Expertise sicherlich einen gewissen Einfluss auf den Schlachtplan haben werdet. Aber ich glaube, eure Tochter gehört nicht zu den Frauen, die zufrieden damit sind, in der Nachhut zu bleiben. Nein, das wird sie nicht. Ich wette den Gefallen noch nicht tun, dass ich sie irgendwo weiter hinten abstelle. Sie soll mit der Stern von Beilung schon für Chaos sorgen. Sie muss sich dann selbst beschützen. Ich bin sicher, sie würde es auch nicht als Gefallen auffassen. Nein, sie muss ihren eigenen Weg gehen. Genug der Trübsal, wir sind auf einer Hochzeit. Er greift unter den Tisch und zieht eine Weinflasche nach draußen, die wohl tatsächlich schon seit über 40 Jahren verschlossen ist. Kommt von der anderen Seite des Kontinents und schiebt sie euch dann ebenso rüber. Also gut. Er klopft auf den Tisch. Ich werde euch nur die Stimmung vermiesen. Wir sehen uns dann an Deck, beziehungsweise von Deck zu Deck. Über das Fernrohr oder so. Ich inspiziere mal ganz sorgfältig das Etikett dieser Weinflasche. Zulamin verspricht ihm derweil: Wenn euch auf eure alten Tage die Augen im Stich lassen, so wollen wir eure Augen sein. Auf gute Zusammenarbeit. Er nickt nur noch, dreht sich um und geht. Ein guter Tropfen. Ein Goldfelser. Wo er den wohl herhaben mag? Naja, er ist altreich und adelig. Nun, an so eine Flasche kommt man nicht so leicht ran. Das ist ein 987er. Er sagt euch nicht viel, oder? Vielleicht ein Jahrgang, der eine besondere Bedeutung hat für ihn persönlich. Wer weiß. Ach, ich traue mich fast gar nicht, die Flasche zu öffnen. Wollen wir kurz so tun, als würde die sie nicht öffnen oder damit er sie dann doch öffnet. Hey Leute, holt doch mal die Planke an euren Tisch. Ach, wo kommt ihr denn plötzlich wieder her? Wie lange waren wir weg? Da ist ja der Bräutigam wieder. Ja.
Ich glaube, vor dem letzten Tanz. Boltak, trägst du die Planke in deinen Händen? Natürlich. Kannst du die Planke auf den Tisch abstellen, kannst dann auch sehen, wie Lido Korg endlich dann von der Planke runterspringt und Abel mir erstmal seine beiden Balestrinas ins Gesicht hält. Was soll das? Peng, peng, er drückt ab und du siehst, wie zwei kleine Fähnchen herauskommen. Drauf steht Peng. Kobold-Humor? Ich bin kein Kobold. Stimmt, du bist ein Klabautermann. Wie auch immer. Klabautermann. Es ist echt so nett, dass die da an mich gedacht haben. Ne? Eine Party an Festland ohne mich, das wäre ja nicht auszuhalten. Ja, in der Tat. Nicht auszuhalten. In der Tat. Boah, das Fass war fantastisch. Oh, so groß. Guck mal, das Fass war. Du hast ein ganzes Bierfass getrunken, Boltax? Nein. Ach, egal. Es spielt nicht so eine Rolle. Sagt er und richtet sich nochmal seinen Anzug so ein bisschen. Nicht so viel. Nicht so viel. Noch nicht. Es kommt ja noch. Lass uns diese Flasche köpfen. Was hat sie dir denn getan? Das ist ein Ausdruck, diese Flasche zu öffnen. Ah, ich verstehe. Eigentlich müssen wir ihn ziehen lassen, aber ich glaube, das können wir uns schenken. Er ist 40 Jahre alt. Ich glaube, er ist lang genug gezogen. Ja, man öffnet aber den Wein und lässt ihn sorgfältig atmen. Ich winke mal so ein Ober heran. Komm, Ober, keine Ahnung. ja, jemand vom Kontor. Ja, genau. Ja, also der wird dann auch tatsächlich Weingläser haben, also nicht nur Humpen. Wird dann einschenken, auch vielleicht von der falschen Seite. Im Horasreich wäre das nicht passiert. Aber der Wein kann dann noch so ein bisschen atmen und sein mundiges Aroma ist auch schon, noch bevor du getrunken hast, ist das schon zu riechen. Auf Boltax, auf die Braut. Auf das Brautpaar. Und auf unsere letzte Schlacht. Auf einen wundervollen Tag und einen tollen Abend. Ne, auf die letzte Schlacht von vielen. Und ich hoffe. Klingen die Gläser. Wer war denn der Zwerg, der die Predigt von Angrosch Skaben gehalten hat, Boltax? Dein Lehrmeister? Ganz genau, er ist schon wieder weg. Er mag es nicht so unter freiem Himmel oder in der Gesellschaft von vielen Leuten zu sein. Er lebt ein sehr zurückgezogenes Eremitendasein. Aber ja, das war mein Lehrmeister. Ich hatte du hast tatsächlich schon einmal von ihm gesprochen, oder? Als wir auf Zorak waren? Genau, das ist richtig. Aber... Wie gesagt, ich wollte ihm nicht zu viel aufbürden, bin mit dieser Bitte an ihn herangetreten, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich seine Aufgabe, das zu tun. Normalerweise tut es ein Angrosch-Priester oder eine Angrosch-Priesterin, so wie meine wundervolle Braut, aber sie kann ja schlecht auf ihrer eigenen Hochzeit darüber sprechen. Und er ist ansonsten der geeignetste Kandidat, den ich gekannt habe. Schön, dass wenigstens er bei deiner Hochzeit da sein konnte, wenn schon die Verwandtschaft leider nicht da sein konnte. Ja, das ist für ihn auch etwas einfacher durch die Möglichkeiten, die wir Geoden fürs Reisen haben. Er ist gestern eingetroffen, er ist über den halben Kontinent gereist, aber das ist ja nicht so problematisch. Er hat 3 Zwischenstopps eingelegt und ist jetzt schon wieder auf dem Weg. Ja, ich würde aber mir meinen Wein hinschieben. Er schmeckt euch nicht? Er schmeckt nach nichts. Er schmeckt sehr gut, finde ich. Ich hoffe, ich würde auf meine Brust zeigen. Es schmeckt alles nach nichts. Wie schade. Aber trink, Abelmir, ich wollte nicht die Stimmung verderben. Ja. Wie schade, dass du diesen herrlichen Tropfen nicht genießen kannst. Ein samtweiches Bouquet, kann man sagen. Wenn wir ihn hätten atmen lassen, noch eine halbe Stunde lang,
Ach, naja. Ich bin mir sicher, er ist vorzüglich.